Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch jede Menge Limo-Content versprochen. Wir sind allerdings leider immer noch ein bisschen in Zugzwang, weil es gibt noch so ein paar Baustellen. Aber heute will ich das Video einfach mal nutzen, euch trotzdem ein bisschen Limo-Content zu bringen und euch auch ein bisschen zu zeigen, woran es aktuell noch scheitert. Wo fangen wir an? Also, das Problem ist, ich habe euch ja damals versprochen, als das Auto, alte Auto abgebrannt ist, dass wir natürlich ein neues bauen. Dieses muss mindestens genauso gut werden wie das alte. Das alte war schon ziemlich gut. Da war auch ziemlich viel dran perfekt, sage ich jetzt einfach mal. Aber es geht bekanntlich immer noch besser. So, und wir sind auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt noch ungefähr 6 Wochen bis zur ersten Motorshow. Auto sieht aus, wie es aussieht. Also, es ist noch nicht so viel dran. Aber ich kann auch sagen, dass das sieht nur so aus. Es ist größtenteils alles vorbereitet. Und jetzt muss es eigentlich nur noch zusammengebaut werden. So, und genau da fangen wir jetzt nämlich an. Also, ich erkläre euch mal ein bisschen die Baustellen aktuell. Wir reißen mal die Haube auf. Und da werdet ihr feststellen, auch hier hat sich noch nicht so viel getan. Lenkgetriebe hängt schon drin. Als nächstes muss hier definitiv Bremse rein. So, den habe ich jetzt gerade nicht hier, aber hier kommt ein Bremskraftverstärker aus Alu rein. Der ist deutlich leichter. Das heißt, diesen hier ersetzen wir gegen einen aus Alu. Dieses hässliche Ding gibt es nämlich tatsächlich. Vom R8 GT. Ich mache euch mal ein Bild rein. Der ist allerdings gerade nicht hier, der ist gerade bei Phil, weil natürlich, wie es auch sein musste, passt diese Anbindung zur Pedalerie nicht. Das heißt, aktuell kann ich noch nicht Pedalerie und Bremskraftverstärker reinmachen, weil wir hier die Anbindung machen müssen. Ich will jetzt allerdings auch nicht so ein altes Ding da einbauen, weil das Auto muss halt einfach perfekt werden. So, das heißt, in kürzester Zeit ist schon mal dieser Bremskraftverstärker da drin. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Hier kommt die ABS-Einheit hin. Was schon mal kein Problem ist. Das Problem ist nur, es gibt natürlich die Bremsleitung nicht mehr. Entfallen bei Audi. So, jetzt hat so ein Fahrzeug in Summe ungefähr 10 Bremsleitungen. Diese 10 Bremsleitungen müssen eigentlich als allererstes an das Fahrzeug, weil die laufen über den Achsen. Das heißt, solange die Bremsleitungen nicht hier drin sind, macht es leider überhaupt gar keinen Sinn, die Achsen einzubauen, weil wir sonst nämlich am Ende wieder alles runternehmen. Jetzt ist allerdings aktuell auch die Zeit so eng, dass wir auch aktuell keine Zeit haben, die ganzen Bremsleitungen per Hand selber zu biegen. Das geht zwar schon, da sind wir dran, aber bisher haben wir das noch nicht fertig. So, das heißt, da geht's auch nicht weiter. Noch nicht. Nächster Punkt. Türen. So, die Firma Parare hatte mir eigentlich Anfang des Jahres versprochen, wir wollten eigentlich, wenn du da unten reinfilmst, so richtig krasse Türscharniere machen. Aus Titan. So richtig mit so einem coolen, bionomischen, leichten Design und so weiter. Auch da, Corona-bedingt, gab es Probleme, nicht fertig geworden und so weiter. Somit haben wir jetzt aber immerhin den Zwischenstep. Also ich habe mich immer gesträubt, das Auto weiter zusammenzubauen, weil ich unbedingt halt jetzt diese Titanscharniere dran haben wollte, weil ganz viele von euch gesagt haben, ey, du kannst doch das Auto nicht mit diesen schweren Scharnieren zusammenbauen. Jeder, der schon mal ein Auto zusammengebaut hat, weiß, als allererstes müssen die Türen mit den Scharnieren dran sein, eingestellt sein, sonst macht alles andere an dem ganzen Auto keinen Sinn, weil wir können selbst keinen Anschnaller reinmachen, weil das Scharnier hinter dem Anschnaller ist. Somit muss das leider alles als erstes gemacht werden. Wir kriegen es aber aktuell nicht hin. Punkt. So. Habe ich jetzt darauf verzichtet. Egal. Gibt jetzt keine Scharniere. Leider sehr viel Arbeit für umsonst gewesen. Ich kann euch ja trotzdem schon mal ein paar Bilder zeigen, wie weit wir da waren von den Scharnieren. Aber jetzt muss das Auto zusammen. Somit können wir da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Aber immerhin haben die Jungs fertig bekommen. Als kleinen Trost. Den Fanghaken von den Türen. Der ist normalerweise so, hier René, nimm meine Hand, damit du mal so ein bisschen Gewichtsgefühl kriegst. So, also. Und jetzt kriegst du das Teil einmal in Titan gedruckt. Klar, ich habe jetzt leider die Waage, ich habe nur die große hier, aber ich würde mal sagen, das sind garantiert 100 Gramm pro Teil. Und 100 Gramm pro Teil ist schon, ne? Das heißt wirklich, Daniel Animal Racing hat dieses Teil einmal gescannt mit seinem Scanner, hat dort eine Step-Datei rauskonstruiert. Und dieses Teil hat Parare dann wirklich gedruckt. Also das ist wirklich ein gedrucktes Titanteil. Vom Finish her ging es dann natürlich noch einmal zur Chromfabrik. Und Chromfabrik hat das noch einmal ein bisschen glatter gemacht und tatsächlich das Titan eloxiert, auch wenn das nicht so einfach ist. So, und jetzt können wir immerhin da schon mal die originale Dichtung drum machen. So, dann gibt es jetzt so ein paar Schräubchen. Die müssen natürlich in dem Fall auch schwarz sein. Die sind übrigens nicht aus Titan. Das sind einfach nur normale Schrauben.
So. Das sieht doch sexy aus. Würde ich mal sagen. Ja, jetzt kann es hier auf jeden Fall weitergehen. An der Stelle auf jeden Fall, ich will dieses Video auch einfach mal nutzen, um so ein bisschen Danke zu sagen. Danke an Parare und alle Beteiligten für immerhin, selbst wenn es nicht das große Paket geworden ist, das kleine Paket. Jetzt nächstes Video. Ich sage ganz oft, könnt ihr euch darauf freuen. Ich hoffe, ihr vertraut weiterhin darauf, dass ihr euch am Ende auch darauf freuen könnt, weil jetzt so nach und nach geht's wirklich los. Als erstes muss der Scheibenrahmen rein. Dieser liegt jetzt gerade noch beim Pulvern. Leider, Dario, 4 Wochen Urlaub gehabt. Was heißt leider, sei jedem gegönnt. Hab ich verschwitzt, rechtzeitig hinzubringen. Kann ich morgen abholen. Also eigentlich wären wir jetzt gerade schon so weit und hätten gerne die Scheiben und Türen drin. Ging aber nicht. Also nächste Woche kriegt ihr auf jeden Fall ein Video von den fertigen Türen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ultra langweiliges Video wird, aber dieses Carbon-Türen zusammenbauen und einstellen ist wirklich Action. Und deswegen versuchen wir das für euch auf jeden Fall einzufangen. Aber da kommen die Scheibenrahmen, in die Scheibenrahmen kommen die Dichtungen, Scheiben. Morgen kommt Lars vorbei, der klebt hier hinten schon mal die kleinen Dreieckscheiben ein, weil die Dreieckscheibe muss auch drin sein, damit wir die Tür vernünftig einstellen. Und ja, wo geht's noch weiter? Innenraum kann ich auch nicht weitermachen, weil leider als allererstes Kabelbaum, Teppich rein muss, bevor wir Lenksäule und den Träger reinmachen können. Man kann natürlich auch Lenksäule und Träger schon reinmachen. 3 Minuten Arbeit dafür, dass es dann die ganze Zeit im Weg ist. Deswegen, man muss es schon in der richtigen Reihenfolge zusammenbauen, sonst macht das keinen Sinn. Das ist auch genau das Problem, warum bis heute noch keine Hinterachse, keine Vorderachse und kein Tank drin ist, wegen der besagten Bremsleitung. Ja, da habe ich aber ein Paket bekommen. Da gehen wir später drauf ein. Ich zeige euch mal, was ich mich mittlerweile alles an Teilen organisieren konnte, damit es jetzt auch vorangeht. Ja, was haben wir sonst noch hier rumliegen? Woran scheitert das sonst noch? Thematik Motor. Ja, Motor geht auch weiter. Wir waren mal wieder bei David Motorentechnik. Da hat sich tatsächlich was getan. Köpfe sind drauf, Ölwanne ist drunter. Das seht ihr die Tage auch noch. Da ist allerdings leider das Video noch nicht fertig zu. So, aber zur Essen Motorshow wird auch dieser Motor mit diesen Turboladern soweit sein. Hier haben wir ja schon mal kurz angerissen. Gefrästes Diff. Ultra Porno. Wollte ich euch auch gerne die Fertigung zeigen. Ging auch bis heute nicht, weil es auch da Probleme in der Fertigung gibt. Das war ja der erste Prototyp. Da geht es jetzt aber auch weiter, sodass ich euch auch vor der Messe hoffentlich noch zeigen kann, wie dieses Diff gefertigt wird. Genauso ist es leider Innenraum. Seit über einem Jahr probieren wir zu Recaro, ich kann das schon mal so ein bisschen antriggern, zu Recaro zu kommen, um dort, die bereiten nämlich für die Limo was vor, um dort ein bisschen zu filmen. Ging bisher auch nicht, weil Kurzarbeit das ganze Jahr lang. Konnten wir leider auch nicht weitermachen. Ja, ist leider alles traurig, alles schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich lese halt in Kommentaren immer wieder, ihr wollt Limo-Content sehen, Limo-Content sehen, Limo-Content sehen. Und da arbeiten wir dran, dass das so ist. Aber pass auf, bevor dieses Video jetzt zu traurig wird, weil es nicht vorangeht, gehen wir lieber zum schönen Teil über. Und zwar, ich habe euch was vorbereitet.
Ja, ich muss an der Stelle einfach mal Danke sagen. Ich habe gerade probiert, das mit dem Porn so ein wenig einzufangen. Was soll ich sagen, dass es war für mich, ist es schon eine gewisse Pflicht, nach dem ganzen Support von euch, die Aufrufe, die ganzen Kommentare, der Zuspruch, dieses Auto schnellstmöglich wieder aufzubauen. Jetzt ist es allerdings auch so, die Szene hat sich verändert. Früher war dieses Auto gebaut, um halt auf der Straße unterwegs zu sein. Brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird heute nicht mehr so einfach. Thema TÜV bei diesem Auto, schwieriges Thema. Sage ich immer, müssen wir gucken. Erstmal muss das Auto zusammen sein und dann kann man gucken, was daran TÜV-bar ist, was auf keinen Fall TÜV-bar ist. Da müssen wir einfach mit der Zeit reinkommen. Ich wollte einfach euch mal ein bisschen was zurückgeben und Danke sagen. Also auf der Essen Motorshow werdet ihr sehen, was ich meine, wie perfekt dieses Auto wird. Aber ohne euch wäre es definitiv nicht möglich gewesen, dieses Auto so krass jetzt wieder zu bauen, weil man muss einfach so sagen, wie es ist. Durch meine Reichweite, durch euch ist es überhaupt möglich gewesen, jetzt dieses Vollcarbon-Ding hier hinzustellen. Natürlich ist es so, dass die ganzen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, alle ein persönliches Interesse daran haben, maximal geile Scheiße zu bauen. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil hier stecken wirklich Tausende von Arbeitsstunden drin. Und natürlich will ich das am Ende auch zeigen, will auch einfach, dass ihr wisst, dass ich das wertschätze und freue mich selber drauf, wenn dieses Ding einfach irgendwann mal perfekt dasteht. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich es einfach nicht hinkriege, jetzt hier irgendwas mit irgendwelchen alten Schrauben zusammenzubauen. Geht einfach nicht. Ich muss dieses Auto einfach so perfekt zu Ende bringen, wie es auch jeder von mir erwartet. Ich behaupte mal, die Verantwortung ist schon recht hoch, weil es ist halt einfach, ja, wie die Leute alle schreiben, Limo 1.0 war schon gut, Limo 2.0 wird nochmal eine ganz andere Liga. Ne? So, und da sind wir halt bei dem Punkt, dass man es erstmal hinkriegen muss. Weil das Problem ist, es sind einige Teile entfallen, es gibt nicht mehr alles. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich alles mit der Zeit gefunden habe. Das war schon gut Action. Also man kann tendenziell bei Audi Tradition, da teaser ich auch ein kleines Video an, wir werden bei Audi Tradition auch nochmal in die heiligen Hallen gucken. Man kann dort schon viel bestellen. Das heißt, solche Sachen wie Schlossträger, Wasserkühler, das gibt es alles noch. Scheinwerfer, auch nicht teuer, von Valeo, direkt aus dem Zubehör, kann man auch noch kaufen. So, interessanter wird es allerdings bei solchen Teilen wie, wir müssen hier mal einmal um die Ecke gucken, Armaturenbrett. Armaturenbrett war so eine Thematik, gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Alle Armaturenbretter sind nicht so gut. Und da muss ich jetzt einfach sagen, dieses ist auch nicht perfekt. Es ist immerhin schon besser. An der Stelle vielen Dank an die Teilefee. Der eine oder andere aus der Audi-Szene wird ihn kennen. Der hat immer alle Augen offen, wo es halt noch gute Teile gibt. Dieses Armaturenbrett kann ich allerdings nicht so einbauen, wie es ist, sondern das muss noch einmal Trockeneis gestrahlt werden. Ich war letzte Woche bei Max, MX Motorsports, und der hat auf einem alten Armaturenbrett so einen Heißklebepunkt weggestrahlt. Ich hätte gedacht, das Armaturenbrett kann direkt im Müll, weil unmöglich kriegt man diesen Klebefleck weg. Aber der hat tatsächlich mit Trockeneis diese ganze Oberfläche so sauber bekommen, dass diese Teile, die hier liegen, die sind nämlich gebraucht, die müssen auf jeden Fall einmal nochmal richtig geil sauber gestrahlt werden. So, Achtung René, nicht fallen. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Teil, ich weiß eigentlich noch nicht mal, also ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch, weil das ist in Summe schon viel Geld, um so ein Auto neu aufzubauen, aber ich habe vor 10 Jahren das Auto schon wirklich mit vielen Neuteilen zusammengebaut, das heißt, jetzt musste ich es einfach wieder machen, es ist auch nicht einfach so, dass du Audi Tradition den Shop aufmachst und kannst das ganze Auto in Neuteilen bestellen. Das funktioniert nicht. Also man muss schon die Neuteile über Kleinanzeigen auf der ganzen Welt zusammensuchen. Aber wenn man sich Mühe gibt, dann kriegt man es tatsächlich hin, dass man relativ viele Teile bekommt. So, das heißt, diesen Berg an Teilen, den ihr jetzt hier liegen seht, das sind tatsächlich alle Teile, die wir für den Zusammenbau brauchen. Ja, ich hoffe, das sieht jetzt nicht zu krass aus. Aber da sind schon so ein paar Sachen. Vor allem das Witzige ist, da suchen wir das gleich mal raus, hier sind tatsächlich auch einige Teile zwischen, die schon seit über 10 Jahren bei mir im Lager liegen. Ich war immer jemand, der diese Teile gehortet hat.
Und da sind manchmal Aufkleber drauf, dass ich die Sachen vor zehn Jahren schon bestellt habe. Nee, aber es gibt schon noch vieles. Also man kann ohne Probleme die Gitter für die Stoßstangen noch bestellen. In der hinteren Stoßstange sind die Gitter schon drin. Alle Leisten, so für die Zierleisten ist das jetzt gerade, gibt es auch noch. So, ein Riesenteil, was extrem schwierig war, da hatte mir die Teilefedern auch geholfen, sind die Fensterschachtlichtung. So, für die Limo gibt es die noch neu zu kaufen. Das heißt, die hinteren liegen irgendwie so bei 100, 150 Euro. Die vorderen, die beim Kombi aber auch passen, gab es natürlich nicht mehr. So, und somit musste ich die Dichtung teilweise, das ist zum Beispiel eine davon, eine kam aus Japan und eine kam aus Amerika. Weil es dort irgendwo noch einen Händler gab, der diese Dichtung liegen hatte. Ja, es werden jetzt bestimmt einige schmunzeln, wie krass hat der einen am Helm. Aber was willst du machen? Willst du das Auto dann jetzt nur mit zwei neuen und zwei alten Dichtungen zusammenbauen? Schwierig. Geht schon. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, ja, das ist schwierig, wie ich es erklären soll. Vor allem ist dann auch keine kostengünstige Sache. Also ich glaube, die eine Dichtung aus Japan hat 400 Euro gekostet. So in dem Dreh. Viel Geld, definitiv. Andererseits, manche sind da von den Preisen her auch verwöhnt. Also wenn ich jetzt so den einen oder anderen Preis gesehen habe, den ich zum Beispiel bei Fiat für einen Teil zahlen muss, ne? Gibt auch Autos wie einen Fiat oder einen BMW, da kosten so Dichtungen generell 400 Euro. Ne? Das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Ja, nee, aber solche Dichtungen kommen halt wirklich teilweise dann aus Amerika, Japan, wie auch immer. So, pass auf, guck, siehst du, da ist nämlich noch der Aufkleber drauf. Was gibt es sonst noch alles neu? Es gibt noch neu zu kaufen Radhausschalen. Die gibt es noch. Zack, weil ihr dürft auch immer nicht vergessen, es war ja alles weg. Wir mussten wirklich von Null anfangen. Das heißt, es war wirklich nichts mehr zu gebrauchen. Das heißt, jedes Teil musste einmal neu beschafft werden. Radhausschein. Handbremsseile für einen RS4 gibt es nicht mehr, sind entfallen, schwierig zu kriegen. Haben wir aber. Hier zum Beispiel, da wird man zum Beispiel sehen, da ich ja fortwährend an dem alten Auto auch immer wieder dreckige und verschlissene Teile neu gemacht habe, das sind die Hitzeschutzbleche im Tunnel, links, rechts, die habe ich zum Beispiel 2015 schon bestellt. Weil ich irgendwann wusste, ich wollte sie irgendwann mit meinem Auto nochmal neu machen, bevor es die Teile gar nicht mehr gibt. Jetzt freue ich mich natürlich, dass ich sie damals bestellt habe und somit jetzt hier habe. So, das ist zum Beispiel hier im Kofferraum, das Plastik. So, hier müsste, genau, sowas ist halt schwierig zu bekommen. Handschuhfach. Einmal neu. Weil generell das Problem sind immer Plastikteile. So, und hier sieht man zum Beispiel, das sind gebrauchte Plastikteile. Das sind die Enden von den Sitzschienen auf dem Boden. Die gibt es zum Beispiel auch nur noch gebraucht. Keine Chance, neu zu kriegen. Ja, Gaspedal. Sowas gibt es noch. Alles, was Elektrik ist, ist eigentlich immer ganz gut zu bekommen. So, und jetzt hier das Objekt der Begierde. Geht's weiter. Also da ist wirklich hier auch wieder 2017, 2016 in weiser Voraussicht nochmal ein Kühlergrill bestellt. Man weiß ja nie. Das Teil war eins der schwierigsten Teile zu bekommen, neben den Türdichtungen. Mittelkonsole. Doppel-DIN muss man halt haben. Schon seit eh und je entfallen. Und eigentlich auch es gibt keine Autos, wo die gut drin ist, weil jeder mit dem Knie gegenkommt, mit dem Schlüssel gegenkommt. Ich habe damals in meiner Limo auch eine neue drin gehabt, die war schon vor 10 Jahren schwierig zu kriegen. Und dementsprechend jetzt noch umso mehr. Das Gefährliche bei den ganzen Teilen ist dann noch dazu, dass dieser Onyx-Farbton, das ist so ein Blau-Schwarz, auch noch verschiedene Farbtöne von Jahr zu Jahr hat. Das heißt, ich bin gespannt, wie es am Ende im Innenraum aussieht. Ich kann nur einfach hoffen, dass es nicht zu sehr etliche verschiedene Farben hat. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich bin jemand, der muss halt leider immer Sachen perfekt bauen. Und dann kam das für mich auch nur in Frage, dieses Projekt so zu Ende zu bringen. Wasserkasten oben,
links, rechts für die unter den Scheiben. Auch wieder Lenksäule, Abdeckung. 2016. Bin ich selber überrascht, was ich damals schon alles so an Teilen immer zum Kaufen habe. Sowas sind halt auch Raritäten, noch ein RS4-Schild. Habe ich zwar nie drauf gehabt auf der Heckklappe, aber man weiß ja nie. Und ja, halt diese ganzen Kunststoffsachen, das sind zum Beispiel, das ist der Übergang von den Scheibenrahmen zur Tür. Da kommt dann so eine kleine Gummiecke rein. Ja, also ist schon krass, was ich so an Teilen hier zusammengesammelt habe. Auch krass. Ein neues Klimabedienteil. Das sind auch so typische Sachen, die man dann doch über Kleinanzeigen besser bekommt als bei Tradition. Okay, auspacken brauche ich nicht. Seht ihr am Ende eh. Ja, was haben wir hier noch so? Ja, neue Spiegel. Ich sag mal, ein Teil habt ihr ja schon im Porn gesehen. Hitzeschutzbleche. Ja, also eigentlich ist ziemlich viel an diesem Fachzeug am Ende neu. Das war auch so ein Punkt. Das sind die Schlösser in der Tür. Jeder, der seine Tür nach 20 Jahren schon mal aufgemacht hat, weiß, wie die aussehen. Jetzt kann man da stundenlang dran rumputzen, ein bisschen Trockeneis und so weiter. Aber dieser ganze Unterdruckmechanismus und das alles, das wird ja über die Jahre auch nicht besser. Deswegen habe ich in dem Fall mir die vorderen da auch nochmal neu gegönnt. Ja, lange Rede hier. Das ist der besagte Karton. An der Stelle nochmal Richard. Vielen Dank. Ich habe einen Bekannten, der sitzt vor dem Teileprogramm und kann diese Leitung, wenn sie entfallen sind, was der Fall ist, dann heißt es nicht, dass es sie gar nicht mehr gibt, sondern es kann sein, dass noch irgendein VW-Audi-Autohaus diese Leitung liegen hat im Lager. Das kann der Mitarbeiter bei VW einsehen und kann dann durch alle Autohäuser quasi screenen und gucken, ob einer noch durch Zufall diese Leitung hat. Und dann haben wir wirklich gezielt von den ganzen Autohäusern diese einzelnen Teile zusammengetrudelt. Sind allerdings nicht alle. Ich glaube, von 10 Leitungen haben wir ungefähr 4, 5, 6. Das heißt, ein paar fehlen aber definitiv noch. Ne? Aber sonst so, das ist zum Beispiel eine Gummitülle zur Durchführung von den Bremsleitungen. Das sieht sogar so aus, als wenn die irgendwo schon mal in Polen war. Ja? Kam wahrscheinlich aus Polen wieder zurück. Ja, krass. Krass, krass, krass. Wasserleitung. Wasserbehälter. Ja. Yeah. Achtung, nicht öffnen. Öffnen wir trotzdem mal schnell her. Das sind die besagten Anschneller. Anschneller ist auch so eine Thematik. 20 Jahre altes Auto. Die gehen einfach nicht mehr zurück. Jeder, der sich abschnallt, merkt, wie der Gurt gar nicht mehr zurückgeht, sondern einfach nur in der Tür hängt. Deswegen sind auch die Einstiege dann zermackt, weil er nicht mehr automatisch hochrollt. Und deswegen war es da so, vorderen einmal neu. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, ob das jetzt, weil ich sehe hier zum Beispiel 2016, das sind definitiv dann Nachfertigungen. Das gehen wir dann alles bei Tradition im Video an. Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Die ganzen Teile sind wirklich jetzt nicht von Tradition einfach im Karton hergekommen, sondern ich habe die wirklich alle ganz normal bestellt. Ich bin gespannt, wenn wir bei Tradition vor Ort sind, ob der eine oder andere von den Mitarbeitern schon mal in meine Kundendatei reingeschaut hat und in dem Fall erschrocken war, wie viel ich da schon bestellt habe. Weil ich glaube, die letzten Wochen, seitdem ich jetzt intensiv alles vorbereite, habe ich gefühlt wöchentlich da bestellt. Und dann kommt jedes Mal immer für jede Schraube, oh, Schrauben, kommt dann wirklich immer eine Tüte mit einem ausgedruckt der Schraube und den Schrauben drin. Und das sind halt auch leider so Schrauben, kannst ja auch nicht im Baumarkt gehen und die beiden Schrauben holen. Deswegen. Das Krasse ist, ich wüsste jetzt aus dem Kopf sofort, welche Schrauben das sind. Wofür ist die? Das ist von dem Lenkstockschalter, also quasi wo der Blinkhebel und so weiter dran ist, ne? Die Klemmung, die beiden Langschrauben. Schon crazy. Deswegen, der Zusammenbau ist auch kein Problem, wenn man alles da hat. So.
Die packen wir jetzt hier wieder rein. Auf jeden Fall, wenn wir bei Tradition sind, ich freue mich drauf, dass ich diese Möglichkeit bekomme, euch das ein bisschen da zu zeigen. Ich freue mich drauf, mal so ein bisschen hinter den Kulissen nachzufragen, wie das eigentlich so ist. Nachfertigung, wann macht eine Nachfertigung Sinn? Wann ist es unbezahlbar teuer? Weil früher wurde so ein Gurt mal gefertigt für, keine Ahnung, wie viele B5s gab es? Ich sage jetzt mal vorsichtig 100.000 Stück. Wird noch nicht mal reichen, werden viel, viel mehr sein. Heute würdest du ja sowas nachfertigen für, keine Ahnung, 200 Gurte, 500 Gurte, so in dem Dreh. Ne? Das heißt, da sind die Kosten natürlich viel, 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 viel höher. Ich will auch echt nicht wissen, wie viele Stunden das waren, die ich schon vor diesem Teileprogramm verbracht habe, um das alles mal rauszusuchen. Ne? Weil es ist ja nicht so, dass du da im Online-Shop einfach klick, klick, klick. Man muss ja auch so ein bisschen den Überblick behalten, weil sonst wird es wirklich uferlos. Ja, aber es sind so Teile, das ist zum Beispiel der Leitungssatz für das Dreispeichen-Lenkrad, Kennzeichenbeleuchtung. Ab und an gibt es es bei Audi nicht mehr, dann muss ich es bei Classic Parts bestellen. Das sind zwei getrennte Online-Shops. Und so diese ganzen Schnappgewinde, also Sachen, die man draufschnappt, der eine oder andere, der eine feste Kfz-Werkstatt hat, der wird sagen, ey, das ist doch ganz normales Normmaterial, das zieht er einfach bei Wirt aus dem Regal. Ich bin aber keine Kfz-Werkstatt. Das heißt, ich muss mir die Sachen schon alle zusammensuchen. Ne? Hier haben wir nochmal so ein Plastikding. Diese ganzen Gummitüllen, das sind die Clips hier für die Leitung am Unterboden. Ja, hier haben wir von der Hutablage, wo die Gurte durchgehen, die Abdeckung. Kennzeichenbeleuchtung Nummer 2. Buchsen von der Hinterachse. Ah, hier, siehst du, die brauchen wir nämlich. Das ist für die Heckklappenscharniere, die habe ich schon gesucht. Das ist so eine Kabelabdeckung. Ah, ganz wichtig, braucht man ständig. Warnblinklichtschalter. War auch so ein Teil, was es, sehe ich an der Tüte auch sofort, gibt es bei, das ist auch hier eine typische Nachfertigung. Das war nämlich eher so ein eBay-Teil. Das sieht für mich zum Beispiel nicht nach einem Originalteil aus. Hier haben wir den Schalter. Na, guck, siehst du, der steht sogar drauf. Den Schalter, dass hinten die Scheiben nicht mehr hoch und runter gemacht werden können. Sieht man aber auch an dem Aufkleber, dass das kein Originalteil ist. Tja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. So, der Teppich wird noch einmal nass gesaugt. Da bin ich auch, was denn mit dabei, ich glaube, ne? Als wir ihn abgeholt haben? Gute Frage, ne? Wir waren so viel unterwegs. Auch war irgendwo Schweizer Grenze da unten. Schweizer Grenze gefahren, nur um diesen Teppich zu holen, weil viele von euch werden jetzt sagen, ja, wie oft ich das in diesem Video schon gesagt habe, viele von euch werden das jetzt sagen, aber ich glaube einfach, es ist so, entweder man lebt es, oder man lebt es halt nicht. So. Das beste Beispiel ist, habt ihr ein schlechtes Gewissen, mit dreckigen Schuhen in ein Auto einzusteigen? Ja oder nein? So. Wenn man es nicht hat, dann wird man auch niemals irgendwie ein Faible dafür bekommen, ein Auto möglichst schön und neu zusammenzubauen. Weil dann ist es einem einfach egal. So. Aber in dem Fall ist es so, ich weiß noch bei der alten Limo, ich habe jedes Mal, bevor ich in den Innenraum gegangen bin, mir die Schuhe ausgezogen. Ich lag da jedes Mal ohne Sitze drin. Also jetzt nicht jedes Mal beim Fahren, ne? Das nicht. Aber wenn ich jetzt geschraubt habe und mit den Füßen die ganze Zeit drauf rumgetapst bin, bin ich immer mit den, bin ich wirklich teilweise barfuß dann bei mir durch die Halle gerannt, hatte dann dreckige Socken, war natürlich wieder eine Nullnummer. Aber ich wollte immer nicht mit Schuhen hier reintreten. Thema Fußmatten sind zum Beispiel auch entfallen. So, ne? Fußmatten zu kriegen ist auch gar nicht so einfach. Für das Fahrzeug. Ja, geil. Also ich freue mich drauf, das Ding jetzt auf jeden Fall zusammenzubauen. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Gibt es zum Beispiel nicht mehr zu kaufen. Das typische Carbon-Interieur. So. Das sind dann Schaltwegsumrandungen. Was haben wir hier sonst noch so drin? Okay, das ist Schaltzack, den brauchen wir nicht. Blende oben, Mittelkonsole. Dann sind das Aschenbecher und dann haben wir noch vier Leisten von den Türen. Ist auch so ein Punkt, gibt es auch nicht mehr alle bei Audi zu kaufen. Das heißt, das sind jetzt gebrauchte, ich glaube aus Holland. Da ist das Witzige, die gibt es mit einem Silberfaden, das ist RS4.
Und dann gibt es sie tatsächlich mit einem blauen Faden, das ist S4. Wirkt für mich eher grün. Ach so, ja, ich meine auch nicht den. Warte, müssen wir vom Licht her. Ich meine diesen, wie kriegt man das am besten eingefangen? Wenn du so seitlich drauf guckst, dieser, da ist ein so ein Silberfaden drin. Ja, auf jeden Fall, so eine Leiste können wir natürlich 1:1 gebraucht einfach einbauen. Aber das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt tatsächlich viele, das ist jetzt eine Beifahrerleiste, auf der Fahrerleiste, die mit dem Ellenbogen die Tür immer auf und zu gemacht haben. Und deswegen die Leisten natürlich kaputt sind. Ne? So, oder, das können wir so natürlich auch nicht einbauen. Total zerkratzt. Weil ganz viele Mittelkonsole ihren Schlüssel, Sonnenbrille, wie auch immer hinlegen. So, müssen wir aber nicht neu lackieren. Ich denke, das kriegt man ohne Probleme aufpoliert. Eine letzte kleine Sache. Kofferraumdichtung zum Beispiel. Wenn ihr die bestellt, kriegst du eine 8N-Teile-Nummer. Das ist Audi TT. Das heißt, das ist eigentlich eine Audi TT-Dichtung, die man sich dann auf Länge kürzen muss. So, jetzt haben wir natürlich mit den ganzen Carbon-Teilen ein Riesenproblem, weil diese neuen Dichtungen sind so steif und dick, dass die ganzen Sachen erstmal gar nicht zugehen, weil die Dichtung steifer ist als das Gewicht der Klappe. Und somit man alles richtig. Also das wird ein Spaß. Aber da gehen wir in dem Video mit den Türen einstellen drauf ein, wie, wo, was wir machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte das Video einfach mal so ein bisschen nutzen, euch einen Überblick über die Teile zu geben. An der Stelle will ich mich nochmal auf jeden Fall bei allen bedanken. Ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, ganz oft kommen ja die Kommentare, wo eigentlich das Geld aus der Spende damals hingegangen ist. Jetzt habt ihr das gesehen. Ich denke, ihr könnt euch ausmalen, was das alles kostet. Ich habe damals gesagt, wir bauen wieder ein krasses Auto. Ich denke, jeder, der das Auto in 6 Wochen auf der Essen Motorshow das erste Mal sehen wird, weil für mich ist es auch aufregend, weil es hat kaum wer das Auto gesehen. Wirklich wenig. Ich würde mal sagen, in Summe haben das Auto live vielleicht bisher 200 Leute gesehen, würde ich mal tippen. So, die halt hier mal ab und an bei Alos mal was abgeholt haben oder so. Vielen Dank. Ich habe euch versprochen, wir bauen davon nochmal wieder ein krasses Auto. Ihr könnt euch darauf freuen, dass es mit dem Auto natürlich umso weitergeht. Ihr kriegt jetzt natürlich noch alle Videos vom Zusammenbau und danach fangen wir erst richtig an, weil ja, wir wollen natürlich leistungs- und performancemäßig nicht nach unten, sondern auch dort weiter nach oben. Deswegen haben wir ja das ganze krasse Zeug eingebaut. Und genau da werden wir dann in den nächsten Videos auch wieder ansetzen. Ja, ich bin auch ein bisschen überwältigt, dass das jetzt losgeht, das alles zusammenzubauen. Dass jetzt so nach und nach alle Teile eintrudeln. Ich freue mich jetzt so auf den Moment, wenn es langsam Auto wird. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Ball, guckt weiterhin fleißig zu. Weil dann können wir noch umso mehr geile Scheiße in Zukunft bauen. Ciao.